So, liebe Leute, willkommen zum letzten Cup der Frühlingstour, dem Larry Cup. Und diesen Cup machen wir mit der goldenen mystischen Piranha-Pflanze. Ne? Oh, der Mutans Turana Piranha-Pflanze. Ne? Das passt doch so gut zu Griechenland, habe ich gedacht. Dieses mystische Ungetüm. Dass wir dieses Ungetüm für den letzten Cup nehmen. So, das mit der Farbtube. Der goldenen. Wenn sie nicht zerstört wird. So, jetzt geht's hier los. Aus dem Weg. Ich fress euch alle auf. Ja. Oh, jetzt kriegen wir einen drauf, Alter. Kurz, ich brenne die Pflanzen nicht füttern hier. Alter, was ist denn hier los? Das ist ja schon mal wie eine Ukraine, du. So. Komm schon. Habt ein Herz für Piranha-Pflanzen. Für goldene. Mit Farbtuben. So, wir haben es geschafft mit der Pflanze. Wir haben den Weihnachtsmann besiegt. So. Dann kommt als nächstes, mal gucken, was haben wir jetzt? London Tour 2R rückwärts. Okay. Ja, was nehmen wir für London? Ich würde sagen, wir nehmen für London diesen schönen London Bus mit dem schönen Union Jack. Ne? So. London Tour 2R rückwärts. So, und da ist er wieder, unsere super mystische, ja, griechische Sagengestalt. So. Aus dem Weg! Hier komm ich mit meinem Bus, mit meinem roten Bus. Yay! Der Union Jack! So! Ja. So. So, und wir haben es geschafft mit unserem Pflänzchen. Ja. Erster Platz. Ja, und dann kommt jetzt zu guter Letzt noch. Was kommt wohl? Genau. Nochmal Athen auf Abwägen. X. So, und ich würde sagen, hierfür nehmen wir richtig noch hier den wunderschönen Jumbo Jet.
mit dem wunderschönen Surfbrett. Ne? Passt doch gut. Ne? Urlaub in Griechenland sozusagen. Ne? So. Dann wollen wir mal. Die letzte Strecke. Athen auf Abwägen. Da bin ich. In meinem Jumbojet. Jetzt auf Feld. Okay. Boah. Wenn du normalerweise versuchen würdest mit dem Flugzeug, du dann würde das Ding in alle Einzelteile fliegen. So. Ja! Fürchtet die Macht der Piranha-Pflanze. Erschaffen von Hades, dem griechischen Gott der Unterwelt. Ja. Ah, ich hab Daisy getroffen. Ich hab meinen Schatz getroffen. Nein. Böse Pflanze, du. So. So, und wir haben es geschafft mit der Piranha-Pflanze. Wir sind erster Platz. Ja! Ta-da-da-da! So. Sehr schön. Dann kommt nun doch eine letzte Challenge. Was ist das denn? Mega Bowser. Okay. Da nehmen wir nochmal die Piranha-Pflanze, würde ich sagen. Und... und den Knaller hier. So. Dann wollen wir mal. Mal gucken, wie ich schaffe. Die Pflanze ist wieder da. So. Boah, Alter, ist das fucking fett. Also der Bowser meine ich. Boah. Mann, wäre das schön, wenn Daisy so große Füße hätte. Oder Jackie. So, ja, aber Jackie hat 37 und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel. Ja gut. Ja, es ist, je größer sie sind, desto dümmer auch dazu. So. Ja, die Piranha-Pflanze. Und abgeschossen. Jetzt reicht's mir, aber du Sack. Es bleibt spannend. Ich sage, es ist spannender als jedes Fußballspiel hier. Ey. Nein! Nein! Friss ihn auf! Du blöder Kettenhund. Guck, wie groß das Fahrzeug ist, Alter! Da kommst du gar nicht vorbei, ey.
Hallo? Du hast keine Chance, Alter. Ich bin erster Platz. Meine Fresse, der. So ein Riesenfahrzeug wie von Montana Max, Alter. Ich direkt an Tiny Toons, ey, dieses Gameboy-Spiel, ey. Wahnsinn, ey. Aber wir haben es geschafft mit der goldenen Piranha-Pflanze. Mit dem Geschöpf von Hades. Dem Gottsteiger Unterwelt. So. Und jetzt ist finster. Nee, geht weiter. Alle Cups beendet. Prima. So. Jawohl, mit Daisy. Gewonnene Rennen 37. Unfälle mit Gegnern. Tour-Saison Gesamtpunktzahl. Rennklasse erhöht. Gesammelte Münzen. Und gewinne mit Lieblingsfahrer Mutans Tyranna Gold. Das Geschöpf der Unterwelt, geschaffen von Hades, dem griechischen Gott der Unterwelt. So, jetzt ist gut. Jetzt holen wir uns noch die goldene Röhre und gucken, was wir erhalten. Ja, die Hochzeitsglocken. Sauber. Das ist sehr gut. Dann kann ich bald Hochzeit feiern mit Daisy. So. Sehr schön. Das gibt dann nochmal richtig schöne Münzen. So, das haben wir auch geknackt. Kommen ein Ticket, werden noch Geschenke öffnen. So, und zu guter Letzt habe ich mir gedacht, werden wir uns noch was gönnen, weil wir ja so viele Rubine nun haben. Und zwar gehen wir in den Shop und kaufen uns auch schon ein Fahrzeug, ich weiß, wie lange schon haben wollten. Und endlich im Shop verfügbar ist. Und zwar ist das der Wellenreiter. Ne? So. Tada! Sehr schön. Und somit endet auch dieses wunderschöne Video. Wir können auch mal eine Röhre ziehen. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Ja. Sehr schön. Ja, dann war's das. Danke fürs Zusehen, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Euer Prinz Toma. Wisst ihr was? Wir haben mal gewonnen, hat noch hier das Geschöpf hier. So. So. Noch ein Geschöpf der Unterwelt. So. Alles klar, das war's dann, ne? Euer Prinz Thomas.